Wir alle kennen den Geschmack frischer Äpfel. Sie gehören zu den Sonderkulturen. In Deutschland werden Äpfel in zwei großen Regionen angebaut. In Süddeutschland rund um den Bodensee und südwestlich der Elbe bei Hamburg im Alten Land. Beide Regionen haben eines gemeinsam: ein für den Obstanbau günstiges Klima sowie geeignete Böden, die nährstoffreich und zugleich in der Lage sind, ausreichend Wasser zu speichern. Flächenmäßig von größerer Bedeutung für den Obstanbau in Deutschland ist das Alte Land. Dort werden auf einer Fläche von etwa 11.000 Hektar Äpfel, Kirschen und in geringem Umfang noch weitere Obstsorten kultiviert. In Deutschland findet man etwa 20 verschiedene Apfelsorten an den Bäumen.